Hallo und herzlich willkommen in Bikini Bottom. Ach nein, bei Let's Play Death in Texas. Eine Ewigkeit später. Keine Ahnung. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, seid nicht traurig, es ist Montag. Egal. Hier ist auch Montag. Tun wir einfach mal so, als wäre hier Montag. Wir haben das Wochenende ein bisschen übersprungen hier im Spiel und gehen jetzt, ich glaube, in den... ist es der 16. Tag? Keine Ahnung. Achso, hier, das Menü übrigens, ne? Auch mal, dass du das auch mal gesehen hast, falls du den Anfang dieses Let's Plays nicht verfolgt hast. Du kleiner Schelm. Auf zur Arbeit. Wo ist mein Geld? Achso, wir haben es ja schon ausgegeben. Haha. Hä? So komische Symbole mit Fragen. Sensi-Mail. Gucken wir erstmal. Bei Corker. At Crow News. Ein junger Forscher ist tot aufgefunden worden an einem noch zu identifizierenden Pathogen. Ja, die Doktoren rätseln. Ad Economista. Mehr macht den Ultra-Konzern. Das ist der Weg der Zukunft. Sie können es schaffen, sie werden es erschaffen, quasi. At EcoWatch. Die Sonne scheint sehr besänftigt zu sein mit dem ganzen, mit den ganzen Lobpreisungen, die sie bekommt. Ja. At the Daily Moon. Fühlst du dich schlecht? Hier sind die Top 10 unerwarteten Dinge, die deine Libido wieder hochbringen. Tja. Habe ich geschrieben den Artikel aus Eigenerfahrung. Oh, hast du das gerade gehört? Ich bin gerade mit dem Kopfhörer ans Mikro gekommen, weil ich ein Profi bin. Bam, da. So, was haben wir dann heute vor? Das Ding verschieben wir gleich. Eine frische oder eine neue Idee. Was ist denn los mit ihm? Ich hoffe, du bist immer noch, ja, motiviert bis in die Haarspitzen quasi. Von unserer letzten, Unterredung über deine Leistung. Ja, wir versuchen jetzt einfach mal weiter, also wir versuchen weiterhin neue strukturelle Methoden. Diesmal musst du wirklich äußerste Präzision beweisen können. Aha. Okay, alle Menschen in der unteren Reihe müssen sterben. Das heißt, das wären ja die drei. Versuch das Chaos nicht aufkommen zu lassen. Schaffst du das? Ja. Das heißt, die packen wir uns hier mal an eine Seite. Ich will die anderen natürlich auch nochmal lesen und vorlesen. Was auch immer das hier ist. Das ist doch hier schon wieder wahrscheinlich von dieser Kackwolke. Ah, die machen mich alle fertig. So. Was kann ich denn hier machen? Ach so, an und aus kann ich das machen. Kann ich das hier auch irgendwie verschieben? Nee. Aber das sieht irgendwie nicht aus. Das... Komm, wir müssen mal ein bisschen aufräumen. Heute ist Aufräumtag. Der Upsi. Ich glaube, der Upsi, der kommt mal... Der Upsi kommt mal hier rein. Verstehst du? Das Handy hier auf dem Rand, das hier so hin. Also wenn das jetzt mein echter Schreibtisch wäre, was es natürlich auch ist, ne? Da, den stellen wir jetzt mal hier nämlich hin. Wo ist denn jetzt... Wo ist mein Kaktus? Hä? Ah, da. Oh, ich dachte schon, der Kaktus wäre weg. Der kommt nämlich hier hin und dann kommt das Ding nämlich hier so hin, weißt du? Weil die... Profile ja immer hier so liegen. Dann können wir auch im Dunkeln arbeiten. Aber Strom sparen, ne? Okay. Mal kurz gucken. Huch. Was mache ich denn jetzt? Ich habe hier gerade lustige Dinge bei mir angeklickt. Ja. Heute ist Montag. Was sagst du dazu? Montag ist, mögt ihr Montage? Oder eher nicht. Der Montag. Ja, liebe Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber ich bin ein sehr, sehr blöder Mensch. Das stand schon in vielen, vielen Zeitschriften, YouTube-Fachzeitschriften, dass Dr. Crappy ein sehr, sehr unintelligentes menschliches Wesen darstellen soll. Ja, was ist passiert? Hey, die Älteren unter euch werden vielleicht sich noch daran erinnern können, es gab mal in einer der ersten Minecraft-Aufnahmen
gab es mal so einen Zwischenfall, da musste ich husten, da habe ich mich gemutet, da habe ich mich nicht wieder angemutet und musste nachsynchronisieren. Das, was ich jetzt hier getan habe, ist bei weitem noch viel dämlicher. Denn, liebe Freunde, liebe Kinder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob man es glaubt oder ob man es nicht glaubt, ja, ich habe eventuell einen Hotkey erwischt und die komplette Aufnahme abgebrochen, habe nicht auf meinen Kontrollbildschirm geguckt. Dann hätte ich nämlich bemerkt, dass die Aufnahme nicht mehr weiterläuft und hätte vielleicht noch was retten können. Aber nein, ich bin halt ein sehr dämlicher Mensch. Ja, was ist genau passiert? Ja, ich habe euch ja schon des Öfteren durchblicken lassen, dass ich gewisse Dinge übersetze. Nicht nur in meinem Kopf. Manche Wörter sind auch für mich, der eigentlich ganz gut Englisch spricht, ja, zu schwer oder ne, der Sinn erschließt sich nicht ganz. Ich habe normalerweise ein Mobiltelefon hier neben mir liegen, da kann ich mal schnell gucken, ein bisschen Kappes nebenbei erzählen, teilweise auch sagen, Mensch, jetzt gucke ich gerade was nach. Naja, egal. Hatte ich diesmal nicht neben mir liegen und ich dachte, ne, hast du noch einen zweiten Bildschirm? Machst du mal Goggle und guckst mal nach? Habe ich eingetippt, habe wieder nicht dran gedacht, dass ich nur eine Tastatur nutze. Ja, dann habe ich eventuell einen Hotkey erwischt, was mir sehr leid tut, was aber auch das äußerste, ja, oder das höchste Maß meiner Dämlichkeit erklärt. Ist jetzt so gelaufen, kann ich nicht ändern. Deswegen dieser wunderschöne Mittelteil. Die Aufnahme wird noch weitergehen. Ich habe dann irgendwann den Fehler bemerkt und habe dann einfach weiter aufgenommen, habe mich entschuldigt und habe mich selbst gegeißelt und auch ein bisschen ausgepeitscht sogar. Kannst du alles sehen und vor allem hören, wenn du gleich weiter guckst. Wie gesagt, es tut mir wirklich schrecklich leid. Die Professionalität war in diesem Fall nicht gegeben. Das muss besser werden, ja? Für die Menschen in diesem unseren Lande muss das besser werden. So, Freunde, was habt ihr verpasst, werdet ihr euch vielleicht fragen. Gut, ich kann es euch sagen, wir haben natürlich die Profile vorgelesen. Es war die Aufgabenstellung, wenn ich mich jetzt recht entsinne, weil ich nehme diese Nachvertonung einen Tag später auf, weil ich gestern die Schnauze voll hatte. Ich lasse mich sogar von Befindlichkeiten steuern. Ne? Also ihr merkt das schon, ich bin Profi durch und durch. Aber egal, die Aufgabenstellung war, soweit ich mich erinnern kann, keine allzu schwierige. Wir sollten einfach die drei unteren Profile nehmen. Aus diesem Stapel von Profilen, aus denen wir halt aussuchen, wer leben darf, wer nicht weiterleben wird. Okay, das haben wir dann gemacht. Die Steckbriefe, die Profile waren jetzt nicht so interessant, da hatten wir schon weitaus lustigere. Außerdem wollte ich euch natürlich nicht alles verraten über dieses wirklich herrliche Spiel. Sollte natürlich selber rausfinden. Jetzt habe ich schon 3 Minuten 40 voll gequatscht, ungefähr. Mal gucken, wie lange wir das noch rauszögern können, aber ja, das ist, ich habe mich jetzt hier auch nicht hingesetzt und irgendwas aufgeschrieben oder sonstiges, sondern das ist eines meiner größten Talente, wenn nicht sogar das einzige Talent, das ich habe. Ich kann reden. Reden. Es macht keinen Sinn, es ist nicht unbedingt interessant, aber hey, ich kann reden. Ich habe das mal gelernt, als ich klein war. Und das mache ich sehr gerne. Egal. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen hier gleich weiter. Ich entschuldige mich ein drittes oder 15. Mal. Ich weiß es nicht. Ich habe aufgehört zu zählen, weil die Scham so sehr in mir drin steckt, wie ein Splitter einer Holzbank auf einem bayerischen Oktoberfest, wenn man sich besoffen über die Bank robbt, um zum nächsten Bier zu gelangen. Ne? Also der Splitter, der Scham sitzt dementsprechend sehr tief. Ja, ohne weitere Umschweife gebe ich zurück ich gebe zurück zu aus meiner Sicht Vergangenheits-Fabian, aus eurer Sicht Zukunfts-Fabian. Der wird das jetzt richten. Ich heiße übrigens Fabian. Ich heiße nicht nur Dr. Crappy. Ich heiße eigentlich Dr. Claude Crappy, aber das ist eine andere Geschichte. Egal. Liebe Freunde, danke für euer Verständnis. Hey, wir haben Spaß hier. Und wie gesagt, ohne weitere Umschweife. Das passiert übrigens, wenn man nichts skriptet, dann verspricht man sich ein wenig und verhaspelt sich auch mal. Aber das ist auch egal jetzt. So, ich muss noch das Aufnahmebeendigungsknöpfchen drücken und dann geht's jetzt gleich weiter. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ja, viel Spaß weiterhin mit diesem Qualitäts-Let's Play. Die nächsten 5 Minuten oder so werden nochmal episch. Viel Spaß. Jetzt
Wir geben zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. Wie ihr gerade schon vom Zwischenfabi, vom Zwischendoktor Crappy quasi gehört habt, bin ich ein sehr, 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 sehr dummer Mensch. Ja. Cool, ne? Okay, wir machen jetzt weiter. Es tut mir wirklich ganz, ganz schrecklich leid. Ich weiß noch nicht, mit welcher Entschuldigung ich in dem Part davor kam, wo der Bildschirm schwarz war. Ja, egal. Wir machen weiter mit dem Bewertungsgespräch unserer fantastischen Arbeit. Das ist eine kurze Folge heute. Egal. Ja, Mensch, jetzt geht hier gar nichts. Verflucht. Das ist eine Trümmerkatastrophenfolge. Wir machen mal ganz kurz Pause. Jetzt dürfte es auch schon weitergehen. Hey, ja, also. Unser Chef hier sagt, ich habe nochmal über die Menschheit nachgedacht. Die ärgern mich. Why do they exist? Their presence still seems unnecessary. Would it all not be simpler without them? Ja, warum existieren sie überhaupt, ne? Also ihre ganze Präsenz scheint so unnötig. Wäre es nicht viel einfacher ohne sie? Ja, vielleicht, aber da musst du eigentlich nur einmal kurz anrufen, wahrscheinlich bei Gott oder so. Ja, die sollten alle gehen. Nein, wir brauchen sie. Ich sage, wir brauchen die Menschen. A system of mutual dependence. Yet we have some hold on the steer. Und eine erneute Entschuldigung, hier ist heute ein bisschen der Wurm drin. Deswegen seht es mir nach, wenn diese Folge heute echt extrem kurz wird, aber das hat nicht so viel Sinn. Ja, also er sagt, ja, wir brauchen uns quasi gegenseitig, ne, aber wir haben trotzdem immer noch mehr, ja, die Kontrolle über die Lenkung des Ganzen hier. Ehrlich gesagt, das geht alles so ein bisschen über meinen Kopf. Also, ne, das ist mir alles ein bisschen zu hoch. Ich sehe nicht, wohin der Gedanke uns führen soll jetzt hier, ne, gerade aktuell, hier im Gespräch. Ich bin eigentlich nur hier, um Regeln zu befolgen. Können Menschen nicht irgendwie Unsterblichkeit erreichen? To put us right out of business and you out of existence? Um uns aus dem Geschäft zu werfen und dich von deiner Existenz zu erlösen? Would you really trade yourself for them? What a time it would be for us all. A peaceful time. Würdest du dich wirklich tauschen für sie oder halt, ne, dein Leben quasi dafür geben? Was das für eine Zeit für uns alle wäre. Eine sehr friedliche auf jeden Fall. Ah, never mind my ramblings. I acknowledge your patience and loyalty. Ach, vergiss meine Gedankensprünge. Ich schätze deine Geduld und deine Loyalität. Also ehrlich gesagt, ich habe Gedanken bezüglich der Loyalität. Nein, das sagen wir natürlich nicht. Wir wollen ja gucken, was die Wolke uns noch so bringt, ne? Wie lange wir das Spielchen noch so treiben können. Wir sagen Danke. Well, I appreciated the discourse. Good night. Ja, ich habe es sehr geschätzt, heute mit Ihnen zu reden. Gute Nacht. Moment, ich habe noch nicht meine tägliche Bewertung bekommen. Oder nichts sagen und gehen. Ich will meine tägliche Bewertung. Oh, right. Slipped my mind. Well, if it is that important to you. Ja, wir sind ein sehr, sehr fleißiger und ehrgeiziger Mitarbeiter, denn er sagt, oh ja, genau, das ist mir gerade anscheinend entfallen. Naja, wenn es dir so wichtig ist, das zu hören. It seems you marked the proper amount of profiles. Well done and all that. Er ist nicht mehr mit richtigem Herzen bei seiner Arbeit. Wir sollten bald den Laden übernehmen, finde ich. Denn er sagt, er sieht so aus, als hättest du die korrekte Anzahl von Profilen markiert, gut gemacht und so weiter. Now depart. I have things to contemplate. Davon abgesehen, habe ich jetzt anderes. Gut. Ach, es tut mir wirklich so leid. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, dass ich euch noch ein bisschen was über die Profile vielleicht sagen konnte. Aber das wisst ihr ja schon zu diesem Zeitpunkt, weil ich ja diesen Zwischenschirm noch gar nicht aufgenommen habe, was ich jetzt gleich im Anschluss tun werde. Ja, ich bedanke mich, gehe erstmal schlafen. Und bedanke mich wieder fürs Einschalten. Sorry, bin auch ich nicht vorgefeit.
Ich habe kurz überlegt auch, spielst du jetzt nochmal einen Spielstand bis zu diesem Dingens, aber die ganzen Entscheidungen, die wir hatten und haben, da müsste ich alles nachgucken, etc. Wir machen einfach das so, wie es kommt. Das ist schon gut so. Viel verpasst haben wir nicht. War halt eine Menge Leserei. So lustig war es eigentlich auch nicht. Vielleicht habt ihr das ja schon gehört oder auch nicht. Mal gucken, ob ich das noch zusammenstellen kann. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Es ist ein typischer Montag anscheinend. Ich hoffe, morgen am Dienstag wird es schöner. Vielen, vielen lieben Dank. Macht's gut, euer Dr. Crappy. Hat euch lieb und dankt euch für eure Nachsicht und Küsschen. Ach so, und natürlich, ciao.